Bamberg TV 1. Unterhaltung mit Haltung. Die Reportage. Guten Morgen, es ist Mittwoch und wir sind wieder in Berlin, heute Tag 3 und es ist, Achtung, 7.15 Uhr. Warum so früh? Wir gehen gleich zum Englischkurs mit Bernd Rützel, der müsste auch gleich kommen mit dem Fahrrad. Wetter ist gut, ein bisschen bedeckt, nicht gar so warm, aber mit Jäckchen geht's ja und da kommt er gefahren, ich muss gleich hin. Bernd! Guten Morgen, Bernd. Ich bin schon wieder. Hi. Guten Morgen, schön. 7.30 Uhr. Gut geschlafen, ja. Ja, gut geschlafen war auch notwendig nach gestern. Ja. Aber 7.30 Uhr sportliche Zeit, ne? Ja, 7.30 Uhr ist English Time. English Time? Heute wird Englisch gelernt. Englisch lernst das du? Das brauche ich. Ich bin mit 14 aus der Schule gekommen. Nach der Hauptschule war im Job, habe Maschinenschlosser gelernt, war 30 Jahre bei der Eisenbahn. Hab schon ein bisschen Englisch gelernt, das reicht aber nicht und deswegen wird intensiv Englisch gepaukt, wenn ausländische Gäste da sind, Delegationen da sind oder wenn ich einmal im Ausland bin, dann muss man das können, das ist eine Schlüsselqualifikation. Englische Mütze hat er auch auf. Of course. We go to the Jakob Kaiser House. Let's go inside, yes, okay. Oh, good morning. Good morning. Hello. How are you? Nice to see you. Very nice well. To see you. I'm fine. Awesome. Thank you. Long time to see you. That's true. Yes. So this is an article from The Guardian, from yesterday's Guardian. Mm-hmm. Okay. It's all about the debate, but it's not a report. It's a commentary. Mm-hmm. Yeah. So somebody yes, saying yes. their opinion, yes. basically. Yes. And I've taken out some words. Which Guten Morgen. Buongiorno. Auch schon wach? Jawohl. Ausgeschlafen? Einigermaßen. Wann ging es ins Bett? Oh, das war heute Nacht so gegen 2 Uhr. Gegen 2? Ja, wollen wir ein bisschen was lesen müssen, ein bisschen E-Mails beantworten. Wow. Wenn man nicht im Büro war, dann muss man das irgendwo dann nachts nachholen. Also ich bin gestern ins Bett gefallen, gebe ich zu. Ja. Ich war ein bisschen müde. Kann ich mir vorstellen, war gestern schon ein bisschen anstrengend, aber so ist es halt hier. So, nun stehen wir wieder im Paul-Löbe-Haus. Was steht jetzt an? Jetzt haben wir Finanzausschusssitzung. Das heißt, welche Fraktionen sind heute da? Alle. Heute sind alle. Also alle vertreten, also SPD, CDU, CSU, Grüne und Linke. Mhm. Und welches Thema wird heute behandelt? Heute eine ganz große Tagesordnung von bis. Also das geht also Themen, die mich betreffen, wie Steuerhinterziehungsthemen, über Umsatzsteuer, aber auch über Berichte von verschiedenen Gremien. Wie lange schätzt du, wird es dauern? Ja, so gegen 12 Uhr müssten wir hier durch sein, wenn alles normal läuft. Gegen 12 Uhr? Jawohl. Na, dann sind wir nachher mal unterwegs und wir sehen uns nachher wieder zum Thema Cum-Ex, ne? Jawohl. Da reden wir aber vorher mal drüber, weil Cum-Ex hört man ja momentan, aber was es ist, worum es sich handelt, das klären wir nachher mal auf. Machen wir später. Gut, viel Spaß in der Sitzung. Jawohl. Und ich lasse ihn da. Bitte, bitte, ne? Andrea Schwarz sitzt nun also im Finanzausschuss und ich gehe schon wieder weiter zu Bernd Rützel, der in die nächste Sitzung muss. Was da ist, erfahrt ihr jetzt. Wo ist er denn? E200. Er hetzt auch von Sitzung zu Sitzung. Bernd, jetzt sind wir vorm Raum E200. Was findet jetzt statt? Heute ist Mittwoch. Mittwoch sind Ausschusssitzungen. Gestern war die Vorbereitung in der Partei, also in den verschiedenen Parteien, das nennt sich Arbeitsgruppe. Und heute kommen alle zusammen, das ist der Ausschuss. Und wir tagen heute auch wieder so 3 bis 4 Stunden. Heute früh
nach meinem Englischkurs war dann eine Obleuterrunde. Das heißt, die haben jetzt diese Sitzung auch vorbereitet, abgestimmt. Wir haben sehr viele Termine auch abzustimmen mit Anhörungen. Und heute geht es um 3, 4 ganz gewaltige Punkte. Das eine ist das Bundesteilhabegesetz, was wir auf den Weg bringen. Das andere ist Leiharbeit, Werkverträge zu regulieren, zu begrenzen. Der dritte Punkt ist Rente, Rentenniveau anheben. Und dann beschäftigen wir uns noch intensiv mit dem Armutsbericht, Kinderarmut. Armut ist ein richtiges Thema, was insgesamt verwoben ist mit vielen anderen Punkten. Das sind so die 4 großen. Und dann gibt es noch eine ganze Latte an Tagesordnungspunkten, wo Beratungen, Mitberatungen mit anderen Ausschüssen sind. Also richtig viel Arbeit, aber das muss gut vorbereitet sein. Und damit es dann auch in dieser Zeit durchgeht. 3 bis 4 Stunden, hört sich lang an, geht aber sehr schnell rum. Das heißt, alle Fraktionen sind jetzt da? SPD, alle, CDU, komplett, Linke, Grüne? Komplett. Unser Ausschuss, Arbeit und Soziales, komplett. Also, er geht jetzt rein und ich ziehe dann gleich wieder weiter und ihr dürft kurz mit reinspitzen, wie es bei Band ausschaut, wenn er dann da drin immer tätig wird. Wenn man hier in Berlin am Drehen ist, fallen dann irgendwie so alte Politiker ein von früher noch und 3 sind mir eingefallen. Vielleicht erkennt er die ja. Wie sagt immer einer, merke sich eins, die Rente ist sicher. Und der andere sagte, wir bauen auf blühende Landschaften. Und der dritte sagte immer, nun merken Sie sich, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. Und ich gehe raus und gehe wieder rein. Mittlerweile ist die Sitzung zu Ende. Sie war ewig lang. Jetzt sind wir fast schon 2:30. Ja, es war noch eine Sitzung dann dazwischen. Also die Finanzausschusssitzung war gegen 12 zu Ende. Und um 12:30 ging es mit der nächsten Sitzung weiter. Vorbesprechung der Obleute für den Untersuchungsausschuss Cum-Ex. Da geht es jetzt nicht weiter. Cum-Ex, das Stichwort. Was ist der Cum-Ex? Das ist ein Untersuchungsausschuss, den der Bundestag eingesetzt hat. Da geht es um illegale Aktiengeschäfte um den Dividendenstichtag herum mit dem Ziel, sich Steuererstattungsansprüche mehrfach beim Staat zu holen, obwohl man die Steuern nur einmal bezahlt hat. Das heißt, wie funktioniert das? Also wie haben die Menschen das gemacht? Nehmen wir an, ich habe viele Aktien. Ja, da wurden vor allem Aktien verkauft, die man gar nicht hatte. Sogenannte Leerverkäufe, die man um den Dividendenstichtag herum gemacht hat, mit dem Ziel, wie gesagt, an Steuerbescheinigungen zu kommen, die letztendlich dazu geführt haben, sich eine Steuererstattung zu holen, obwohl man die Steuer nur einmal bezahlt hat. Das heißt, man konnte Aktien verkaufen, die ihm gar nicht selber gehört haben. Genau so war es. Da sind leere Pakete gelaufen, aber man hat sich die Steuer geholt für diese Pakete. Und das mehrere Jahre? So ungefähr 3 Jahre war die Blütezeit und man redet so um 10 bis 12 Milliarden Euro, die hier dem Staat genommen wurden. Man kann schon fast sagen, geklaut wurden. Eigentlich. Das kann man schon sagen, das war ein illegales Geschäft, das wird auch strafrechtlich verfolgt und wir arbeiten es hier gerade politisch auf, um auch zu erkennen, wie kann es zu solchen Geschäften kommen, was muss die Politik tun, damit sowas nicht passiert. Jetzt ist gleich eben Sitzung vom Untersuchungsausschuss, wie viele Leute seid ihr? Jetzt haben wir erstmal eine Pressekonferenz, das heißt, wir machen grundsätzlich in der Woche, wo wir Untersuchungsausschuss haben, auch ein Pressegespräch und das wird jetzt hier stattfinden. Gut, da bin ich gespannt, wir gucken mit rein. Sind die Jungs eingespannt. Also von einem Termin geht es zum nächsten, keine Pause dazwischen. Ich gehe nun weiter zum Reichstagsgebäude und treffe da gleich wieder Bernd Rützel und auch Andreas Schwarz. Warum? Das seht ihr gleich.
Lange Zeit war Bernd Rützel verschollen, aber auch Andreas Schwarz. Andreas, du warst seit Mittag kräftig unterwegs. Ja, es gab einiges zu tun, also Cum-Ex-Pressegespräch. Dann hatte ich Besuch aus dem Wahlkreis da, wo wir ein Fachgespräch hatten hier mit dem Kollegen. Da gab es ein paar Fragen über Online-Banking und dann war Wirtschaftsempfang ganz kurz. Dann durfte ich zu Herrn Draghi, der uns die EZB-Politik versucht hat nahezubringen. Hat es geschafft? Er hat seine Position erklärt, gut, aus seiner Sicht verständlich. Wie wir Deutschen damit umgehen, ist natürlich eine andere Frage, aber darüber kann man sicher auch diskutieren, auch streiten. Aber er hat uns hier heute sachlich erklärt, dass er an seiner Politik festhalten möchte. Bernd, du warst auch viel eingespannt. Ja, du sagst verschollen, für euch vielleicht. Wir hatten bis 13 Uhr Ausschusssitzung. Dann war ich bei Betriebsräten, und zwar Konzernbetriebsräte von DAX-Unternehmen. Die haben wir im Vorfeld zu unserem Wirtschaftsempfang in einem Kreis gesprochen und haben gehört, was macht denn Industriepolitik aus, wo sind die Chancen, die Risiken, damit wir auch in Zukunft aufgestellt sind. Also Elektroantriebe, Batterietechnologien, wie bekommt ein großer Betrieb, der im DAX ist, Handwerker? Die brauchen 2000 Stellen, finden niemand. Es liegt an vielen Punkten, vielleicht auch an der Bezahlung, aber es liegt auch am Markt. Und das muss man sich genau anhören. Und die Betriebsräte, die sind ja oft länger im Unternehmen wie manche Manager, der vielleicht ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre im Blick hat und seine Zahlen erreichen muss. Aber so Betriebsräte sind oft ihr Leben lang im Betrieb, sind groß geworden, von daher ist es wichtig. Dann waren wir mit der Fraktion zusammen, haben nochmal überlegt, was sind die Kernbotschaften auch, die wir transportieren müssen, wie können wir das auch aufs Wichtigste herunterbringen. Ich war jetzt kurz bei meiner Eisenbahnergewerkschaft, die macht jedes Jahr auch einen Empfang. Ich war im Büro, auch 2 Stunden heute, konnte dann noch einiges machen, hatte viele Bürgeranfragen. Ganz, ganz, ganz viele aus Krankenhäusern, die mir geschrieben haben, die im Pflegebereich und im Bettbereich, also da, wo sie arbeiten, Probleme sehen. Und jetzt sind wir wieder hier, Wirtschaftsempfang. Wir sind hier im Reichstag vor einem ehrwürdigen Hintergrund. Da kommen wir nämlich drauf, weil ich denke mir dauernd, überall sieht man hier beschriftet, das ist ein bisschen fast wie Graffiti nächstes Mal, hat aber einen ganz anderen Hintergrund, und zwar? Ja, das sind im Prinzip noch Erinnerungen an ganz schlimme Stunden dieses Gebäudes, als im Prinzip das Gebäude gefallen ist, die Russen hier das Gebäude vereinnahmt haben, und da hat sich der eine oder andere russische Soldat verewigt. Aber es gibt auch ein paar Amerikaner, die hier mit runterstehen, und da kann man das ein oder andere in Kyrillisch, wenn man es kann, natürlich nachlesen. Also ich sieht natürlich das Datum, 9. Mai 1945. Und interessant auch, damals schon verschiedene Farben. Das normale Soldatenvolk hatte Schwarz und Blau. Ist dann schon herausgehobene Offiziersbereiche, manche haben grün. Auch das hat es ja bei uns in der Verwaltung oft noch gegeben, dass nur manche mit bestimmten Farben unterschreiben durften. Das ist unglaublich. Wahnsinn. So, heute Abend steht noch was an, und zwar oben ist ein Wirtschaftsempfang oberhalb des Plenums. Genau, auf der Fraktionsebene ist heute ein großer Empfang der SPD und das aus ganz Deutschland Wirtschaftsunternehmen eingeladen, um mit uns zu diskutieren. Da gucken wir nachher gleich hoch. Bloß bevor wir das tun, habe ich jetzt jemanden kennengelernt. Der Mann sitzt im Bundesrat, nicht Bundestag. Und der erklärt euch jetzt gleich mal, wer wo wie eigentlich im Plenum sitzt. Da ist er, und da gehen wir hin. Frank sitzt im Bundesrat, und zwar für Niedersachsen. Und wenn sich einer mit dem Plenum auskennt, wie es da drin ausschaut und wie es funktioniert, glaube ich, du weißt es sehr, sehr gut. Ja, von Zeit zu Zeit sitze ich drin, genau. So, jetzt stehen wir ja hier an der Tür, und das gemeint, es gibt was Tolles hier. Es gibt oben nämlich Ja, ein Nein und Enthaltung. Genau. Heißt? Das ist der sogenannte Hammelsprung, das Abstimmungsverhalten mit Füßen, wenn man so will. Also alle Abgeordneten verlassen den Plenarsaal und betreten den Plenarsaal mit dem Votum, was sie zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt abgeben wollen. Und drin stehen Leute, die zählen einfach durch, wie viel kommen durch meine Tür. Welchen Sinn hat es? Der Sinn ist, dass man damit so ein bisschen ärgern kann, denn in dem Moment, wo man den Hammelsprung wählt, können nur die Leute abstimmen, die tatsächlich im Plenum sind. Ah!
Und das kann bedeuten, dass plötzlich ein Tagesordnungspunkt möglicherweise mit einem gar nicht so der Regierungsmehrheit entsprechenden Votum abgestimmt wird, weil eine Oppositionsfraktion beispielsweise alle Leute im Plenarsaal sitzen hat und dann den Hammelsprung beantragt. Dann wird auch teilweise so ein bisschen rumtelefoniert, dann gibt es einen Funk und dann heißt es, Leute, schnell im Plenarsaal. Das heißt, der Flurfunk muss dann funktionieren. Genau, und dann müssen hier natürlich wieder so viele Leute sein, dass dann bei der Abstimmung, bei dem Durchgang durch die Türen gezählt wird und das Votum so ausfällt, wie das der Regierungsmehrheit entspricht. Also es gibt hier schon Gepflogenheiten, die sind sehr eigen, ne? Auch wie die Aufzüge. Ne? Ja, genau. Da der. Und jetzt geht's weiter und zwar, wir gehen auf die Tribüne da rein und dann erklären wir euch, wer wo genau wie sitzt. Frank und ich sind nur angekommen im Plenum, noch ist es leer, eine Besuchergruppe ist nur da. Aber Frank, jetzt großes Haus, der Bundesadler ist hinten. Ihr dürft mal zwischen uns kommen und der Frank und ich erklären euch jetzt mal, wo wer wie sitzt. Also sprich mal. Genau. Man sieht zentral in der Mitte unter dem Bundesadler der Platz des Bundestagspräsidenten Professor Lammert. Neben ihm seine zwei Beisitzer, die auch Abgeordnetenstatus haben. Linker Hand sehen wir die Bank der Bundesregierung. Ganz rechts sieht man einen etwas erhöhten Stuhl, der Platz der Bundeskanzlerin. In den ersten zwei Reihen sitzen die Bundesminister. Es sei denn, sie sind vertreten durch ihre Staatssekretäre, dann können auch die dort sitzen. Und dahinter ist auch Platz für Bedienstete der jeweiligen Häuser. Auf der rechten Seite sehen wir die Bank des Bundesrates. Der Bundesrat als Verfassungsorgan hat auch das Recht, immer an Plenarsitzungen des Bundestages teilzunehmen. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, sich zu äußern. Ich habe das noch nicht erlebt, dass sich von den dort Sitzenden jemand geäußert hat. Es sei denn, eine Fraktion lädt ganz bewusst einen Landesminister, eine Landesministerin ein, um eine Rede zu halten. Dann sehen wir hier vorne die Plätze der 631 aktuellen Bundestagsabgeordneten. Das Ganze ist jetzt politisch eigentlich falsch rum, denn wir sehen hier linker Hand die große Runde der CDU-CSU-Fraktion. Sehen hier in der Mitte mit den zwei Plätzen, die direkt gegenüber dem Pult der Stenografen, die alle Worte, die hier im Raum gesprochen werden, protokollieren. Da sehen wir die zwei Plätze. Da sitzen die Fraktionsvorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion mit den Abgeordneten dahinter. Dann sehen wir fünf Plätze, die SPD-Bundestagsfraktion, wo auch der Abgeordnete Schwarz sitzt, im Regelfall zweite, dritte, vierte Reihe. Und ganz außen, von uns aus gesehen, jetzt rechts, sitzt die Linke. Was in diesem Raum vielleicht ganz interessant ist, Sir Norman Foster, der das Gebäude ja insgesamt neu errichtet hat, hatte die Idee, das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten. Aber es gibt auch Traditionsbewusstsein im Bundestag. Und wie man leicht erkennen kann, der Mast mit der Deutschlandflagge ist aus Holz. Der Mast mit der EU-Flagge ist aus Metall. Wieso das? Sir Norman Foster wollte eigentlich alles modern machen, wollte gerne alles metallisch aufbauen. Aber man hat sich durchgesetzt und gesagt, nein, aus Tradition muss der Flaggenmast aus dem alten Bundestag in Holz auch hier wieder aufgebaut werden. Genauso der ist doch aus dem alten Bundestag. Der ist aus dem alten Bundestag. Und genauso ist es beim Bundesadler, der von dieser Seite in der Fassung zu sehen ist, wie es das Wappengesetz vorschreibt. Auch da hatte Sir Norman Foster seine Ideen und einen alternativen Bundesadler gibt es auf der Rückseite. Einen alternativen? Ja, den, der eher seinen Vorstellungen entsprach. Er war der Meinung, nach der Wiedervereinigung ein neues Deutschland, eine neue Republik, ein friedfertiges Land entsteht. Und zu dem friedfertigen Land passte aus seiner Sicht nicht der recht starke Schnabel des Adlers und auch nicht die Krallen des Adlers. Deshalb hat er einen Alternativentwurf, der auf der Rückseite ist, mit einem recht, wie soll man das nennen, wenig aggressiven Bundesadler. Das heißt, wenn man dahinter steht, kann man den sehen? Ja. Also wenn ihr mal in Berlin seid, dann geht ihr mal hinter den Adler und dann seht ihr dann den neuen Entwurf. Der neue hängt ja oben drüber. Und übrigens, wo wir stehen, ja, wenn ihr mal zum Beispiel Phoenix guckt, ARD, ZDF, da ist eine Kamera und da ist eine Kamera. Und das sind die Kameras, mit denen ihr nämlich im großen Fernsehen dann die Bundestagsdebatten verfolgen dürft. Und mit ein bisschen Glück auch mal Andreas seht oder Bernd seht.
Genau. Wann bist du das nächste Mal dran? Ich hätte die Woche reden sollen, aber die Grünen haben ihren Antrag zurückgezogen. Deswegen fällt meine Rede die Woche aus. Letzte Woche hatte ich zwei. Zwei? Ja. Ist man da nervös, wenn man hingeht? Jetzt mittlerweile nicht mehr. Am Anfang beim ersten Mal war es schon ein besonderes Gefühl. Ach, wenn man auf den Adler zuläuft, der Name aufgerufen wird, das ist schon was Besonderes. Ja. So, nun gehen wir nämlich da hoch und zwar zum Wirtschaftsempfang. Mittlerweile sind wir angekommen und zwar oberhalb des Plenarsaals, ne? In der Fraktionsebene. So ist es. Dritter Stock im Reichstag, Fraktionsebene, haben uns diese Woche ja schon öfters getroffen. Aber heute ist was Besonderes. Die SPD-Bundestagsfraktion hat zum Wirtschaftsempfang eingeladen und über 700 Führungskräfte aus den Top-Unternehmen bis zum Handwerksbetrieb sind gekommen. Nicht nur die Führungskräfte, auch die Betriebsräte. Ich war mit denen ja heute Nachmittag auch schon zusammengesessen und haben uns beraten. Und jetzt war das eine ganz, ganz spannende Zeit. Wir hatten verschiedene Diskussionsrunden. Wir hatten Input von außerhalb, Input von uns selber. Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel, Thomas Oppermann. Und das ist eine hervorragende Geschichte und es wird jedes Jahr mehr. Also das ist ein absoluter Run. Das Saal ist voll, das Haus ist voll. Heute Mittag warst du noch viel eingespannt. Nach der ersten Sitzung ging es dann peu à peu weiter. Ja, wo warst du? Wir haben uns ja heute früh getroffen. Dann war diese Ausschusssitzung auf dem Mittwoch. Wichtige Punkte. Es war nach 13 Uhr, als wir fertig waren. Bin dann sofort weiter zu einem Gespräch mit den Betriebsräten, mit den Konzernbetriebsräten, Gesamtbetriebsräten aller DAX-Unternehmen. Das war ganz, ganz spannend, weil wir einfach gesehen haben, Mensch, wie entwickelt sich denn die Automobilindustrie? Was braucht man denn? Da wird aus dem Nähkästchen geplaudert. Große Unternehmer, die Wohnungen haben, Wohnraum haben, die suchen, der eine hat mir erzählt, er sucht 2000 Handwerker, findet die nicht. Hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal Nachwuchsmangel, aber die sollen auch ordentlich bezahlen. Wenn ich nichts bezahlen will, dann finde ich auch niemand. Also es ist vielschichtig, es gibt nicht nur gut und schlecht, schwarz und weiß, aber das war wieder ein ganz tolles Treffen. Dann hatten wir natürlich noch ein Krisengespräch unter den Regierungsfraktionen bezüglich Leiharbeit, Werkverträge, da müssen wir sondieren. Ich werde jetzt auch nächste Woche, wo keine Sitzungswoche des Deutschen Bundestages ist, noch einmal herkommen müssen nach Berlin, weil wir das einfach weiterführen müssen. Wir wollen da abschließen. Dieses Gesetz soll am 01.01.2017 in Kraft gehen und es bringt 1 Million Menschen eine deutliche Verbesserung, die in Leiharbeit, in Werkverträge sind. Also ich glaube, das lohnt sich. Und dann war ich im Büro 2 Stunden ganz intensiv mit meiner Büroleiterin nochmal Termine durchgesprochen, Bürgeranfragen durchgesprochen, wichtige Schwerpunkte gesetzt. War dann noch bei meiner Eisenbahnverkehrsgewerkschaft. Okay. Bin die Eisenbahner seit dem 14. Lebensjahr. Ein Schreck, das hat's dafür, seit, ne? Ja, von Herzen Eisenbahner. Und die laden einmal im Jahr zum Hoffest ein, hier ganz in der Nähe vom Reichstag. Bin ich natürlich mit einem Fahrrad hingefahren und habe da noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde Hallo gesagt. Habe viele alte Bekannte getroffen aus Personalrat, Betriebsrat. War eine ganz tolle Geschichte. Und jetzt hier eben noch einmal dieser Schwerpunkt mit Wirtschaft. Sehr gut. Bernd, ist mit dir eine Sensation zu arbeiten. Es macht so Spaß und wie ihr seht, er hat wirklich viel um die Ohren, viel zu tun. Ihr darf sich jetzt ins Getümmel stürzen und wir sehen uns dann wieder morgen, sprich am Donnerstag. Donnerstag ist es 8:30 morgens, 9 Uhr geht's los im Plenum und die beiden Jungs sind schon auf dem Weg hierher. Wir gehen gleich mal nach oben, es wird noch leer sein und sobald der Bundestagspräsident kommt, wird die Sitzung heute eröffnet. Und ich bin gespannt, wie das wird zum ersten Mal im Plenum. Ihr seid mittendrin dabei. Guten Morgen. Guten Morgen. Eben noch im Plenum, jetzt sind wir wo? Jetzt sind wir unter den Linden 50. Da ist dein Büro, ne? Da sind die Büros, ja. Das heißt, aus dem Plenum kann man auch mal rausgehen? Muss man, weil auch im Büro wartet Arbeit.
Okay, das heißt, jetzt gehen wir ins Büro, das heißt, ein bisschen Bürokram machen, Post beantworten und dann geht es schon wieder zurück ins Plenum. Genau, weil dann ist eine namentliche Abstimmung. Das heißt, namentlich abstimmen? Da müssen wir anwesend sein und bekommen Kärtchen und das Kärtchen müssen wir in eine Urne schmeißen, damit der Nachwelt erhalten bleibt, wie wir zu diesem Punkt abgestimmt haben. Wie viele Leute werden denn da sein im Plenum? Es sollten alle 630 Abgeordnete da sein. Eben waren es noch ein bisschen wenig. Ich bin gespannt. Wir gehen ins Büro und ihr dürft natürlich mit. Immer. Wir haben nichts anderes gemacht. Zu viert haben wir los hier. Morgen. Morgen. Auf der Couch haben wir es uns bequem gemacht im Büro von Andreas. Andreas, es ist wirklich die Woche, heute Tag 4, unheimlich stressig, wie ich finde. Ja, für mich ist das normaler Alltag. In Berlin sind alle Termine dicht aufeinander gedrängt und es ist alles eng getaktet, damit man eben seinen Tag auch schafft. Bevor wir nachher wieder rübergehen zur Abstimmung, jetzt mal für die Zuschauer. Wie entsteht eigentlich ein Gesetz peu à peu? Ja gut, zunächst müssen sich mal die Koalitionsparteien auf eine gemeinsame Linie festlegen. Das passiert in der Regel im Koalitionsvertrag. Mhm. Da werden ja Maßnahmen festgelegt, die man umsetzen möchte. Gut, dann irgendwann wird dieses Projekt dann Wahrheit. Das heißt, es kommt ein Gesetzentwurf des jeweiligen Ministeriums. Der geht dann im Prinzip an die Koalitionsparteien im Deutschen Bundestag und dann gehen die Berichterstatter für dieses Thema auf den Weg und fangen an, diesen Gesetzentwurf gemeinsam zu verhandeln. Man muss wissen, im Vorfeld hat bei so einem Gesetzentwurf auch in der Regel schon eine Abstimmung mit den Ländern stattgefunden und jetzt im Bundestag verhandeln erstmal die Koalitionsparteien über den Gesetzentwurf. Da wird es Änderungen geben, Änderungswünsche und. Und da muss man sich in der Koalition darauf verständigen, was kann man machen und was kann man nicht machen. Wenn man sich dann mal auf einen Entwurf verständigt hat, dann wird eine Anhörung gemacht. Da kommen die Lobbyisten ins Spiel sozusagen. Das heißt, man holt sich den Sachverstand von außen, fragt, macht dieser Gesetzentwurf Sinn oder macht er keinen Sinn? Mhm. Wenn diese Anhörung rum ist, treffen sich die Berichterstatter wieder. Analysieren dieses Gespräch mit den Fachleuten und bauen unter Umständen nochmal Änderungen in das Gesetz ein. Gut, wenn diese Änderungen dann da sind, dann bestellt man sogenannte Umdrucke im Ministerium. Das heißt, ein Umdruck ist ein Änderungswunsch der Koalition und diese Umdrucke sind dann Beratungsgegenstand des Gesetzentwurfs. So, wenn wir dann diese Umdrucke haben, dann wird in der Regel auch nochmal ein Gespräch mit der Opposition stattfinden, mit den Berichterstattern der Oppositionsparteien. Und da wird über das Gesetz also dann nochmal in großer Runde intern diskutiert. Wenn das dann abgeschlossen ist, geht es in den Finanzausschuss. In dem Finanzausschuss wird dann im Prinzip nochmal kurz darüber beraten. Es werden die Standpunkte dargelegt, wie es zu den Passagen im Gesetz kam. Und dann wird eine Empfehlung an den Bundestag gegeben, dem Gesetz zuzustimmen. Und dann wandert der Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag. Und im Deutschen Bundestag wird dann nochmal darüber debattiert. Aber diese Debatte dient mehr dem Souverän, also den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern hier in Deutschland, zu erklären, was mit dem Gesetz gemeint ist. Und dann wird es im Deutschen Bundestag verabschiedet. Das ist ein langer Prozess. Es ist ein langer Prozess, braucht seine Zeit, hat natürlich viel Abstimmungsbedarf, weil, wie gesagt, es spielen ja viele hier mit. Die Länder, die Koalitionsparteien, Verbände, Interessenvertretungen und. Und man muss natürlich versuchen, alle Interessen zu bündeln und für die Allgemeinheit das optimalste Gesetz zu entwickeln. Jetzt sind wir den vierten Tag mit dir unterwegs. Was mir aufgefallen ist, viele, glaube ich, zu Hause glauben ja, der Bundestag ist das, was man sieht, das Plenum. Sprich, großer Sitzungssaal, gelegen sind welche da, manchmal ist es richtig voll. Aber das ist ja nicht die Arbeit, die ihr wirklich macht, sondern es ist ja ganz anders. Ihr habt ja viele Gebäude wie das Paul-Löbe-Haus, das Jakob-Kaiser-Haus. Ihr seid den ganzen Tag in Sitzungen, in sprich Ausschüssen und das ist eigentlich die Arbeit des Bundestages, richtig? Richtig, die Gesetzesarbeit, die eigentliche Arbeit eines Abgeordneten, die findet nicht im Plenum statt, also im Deutschen Bundestag. Die findet im Prinzip hinter den Kulissen statt. Das heißt, man trifft sich mit dem Koalitionspartner, man trifft sich mit Verbänden, man trifft sich mit Ministerien, man trifft sich mit Ländervertretern und versucht hier, wie gesagt, ein Gesetz gemeinsam zu entwickeln. Und dafür gibt es, wie gesagt, Arbeitsgruppen, dafür gibt es dann koalitionsinterne Gespräche, dafür gibt es Gespräche mit Ministerien. Das bekommt natürlich keiner mit, weil das hinter verschlossenen Türen passiert. Und
Öffentlich wird es dann im Prinzip durchs Plenum. Mhm. Und hier wird im Prinzip dann auch versucht zu erklären, warum dieses Gesetz, mhm. welches Ziel dieses Gesetz verfolgt. Mhm. Und die eigentliche Arbeit, die hat dann schon lange vorher mhm. stattgefunden und braucht manchmal auch viel Zeit. Ich habe gestern jemanden getroffen, der ist, glaube ich, sehr, sehr treffend formuliert. Wenn es immer heißt, ja, man geht zum Plenum, man schaut rein, es sind ganz wenige da. Sagt, dann machen Sie Folgendes, gehen Sie früh um 10 in eine Schule, ins Lehrerzimmer, wie viele Lehrer sitzen da? Keiner. Genau. Sind alle am Arbeiten, genauso bei euch, bloß ihr habt die Arbeitszeiten von früh um 8 bis nachts um 1, 2, wenn es ist. Der Vergleich passt hervorragend. Im Prinzip ist das Plenum das Lehrerzimmer einer Schule. Genau. Ja, und, aber die Lehrer haben nicht die Aufgabe, im Lehrerzimmer zu sitzen. Da machen sie vielleicht mal eine Pause oder mal eine kurze Vorbereitung oder mal eine Konferenz. Aber die Arbeit findet in den Klassenzimmern statt. Und genauso ist es auch im Bundestag. Mhm. Wir haben das Plenum, wo wir uns auch mal treffen. Mhm. Da machen wir keine Pausen. Klar, mhm. da wird diskutiert. Mhm. Aber die Klassenzimmer, die sind im Paul-Löbe-Haus, im Jakob-Kaiser-Haus, da sind unsere Klassenzimmer, da findet die Arbeit statt und da wird im Prinzip das Gesetz gemacht. Also ich muss sagen, ich bin begeistert von dieser Woche, was wir lernen durften, sehen durften. Es ist sensationell. Wir hopsen jetzt gleich weiter, Andreas und ich, und zwar rüber zum Plenum. Wir müssen jetzt abstimmen, aber nicht nur ihr allein, nein, natürlich, der Bernd Drützel kommt auch mit. Mario steht neben mir, ein ganz wichtiger Mann. Es gibt viele wichtige Männer bei euch. Ihr seid nicht der Shuttle-Service für die Abgeordneten, ne? Genau. Das heißt, sie können ein Auto bestellen, dann kommen die und fahren die hin, wo sie hin müssen. Innerhalb des Stadtgebietes, genau. Innerhalb des Stadtgebiets? Ja. Wie viele Fahrzeuge fahrt ihr? Ja, wir sind in den Sitzungswochen, in den Stoßzeiten mit 100 Autos unterwegs. 100 Autos? 100 Autos, ja. Und das Auto muss immer picobello sauber sein, wie ich. Das heißt, wenn es mal schmutzig ist, wird noch schneller geputzt? Ja, das ist aber für so diesen Berufsstand normal. Okay. Was war denn so kurioses mal, was du erlebt hast? Naja, also die kuriosesten Sachen sind natürlich als Fahrer diskret zu behandeln. Also über sowas redet man nicht, das kann man von uns erwarten, ist klar. Ne? Ja, Gentlemen, so ist das. Und er fährt uns jetzt rüber ins Plenum, weil gleich ist die Abstimmung und da seid ihr mit dabei. Und dank des Fahrers sind wir auch schon da im Reichstag, also sprich gleich im Plenum. Ja. Ganz interessant, Abstimmung kommt, ihr werdet alle per SMS informiert vorher, ne? Ja, wir kriegen eine SMS, es ist aber ein Alarmsystem, installiert in allen Gängen, in jeder Toilette, überall. Ach, es gibt, glaube ich, ja, es gibt keinen Raum, wo nicht akustisch bist. Und optisch das Ganze dann blinkt, einmal in hell und dann in rot. Und wir haben, glaube ich, jetzt noch ungefähr 15 bis 20 Minuten und dann ist die namentliche Abstimmung. So, hier steht PGF, Ziegler, zwei namentliche Abstimmungen zum Mietrecht um 12.05 Uhr. Herzlichen Gruß. So ist es. So, jetzt weiß er Bescheid und er geht schon mal vor ins Plenum. Prima. Und wir beziehen Stellung auf der Pressetribüne und ihr seid mit dabei. Schön. Wups, Alarm. Warum Alarm, nicht Feueralarm? Nein, es heißt Abstimmungsalarm. Überall geht's los, in jeder Toilette, in jeder Küche, im Keller, im Dachgeschoss, in jedem Haus. Die Abgeordneten müssen runter zum Abstimmen und wir gehen mit. Hopp, 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 hopp. Einmal das Treppchen runter. Das ist schon ein bisschen penetrant, der Ton, ne? Die namentliche Abstimmung ist gelaufen im Plenum und nun heißt es für die Jungs weiterarbeiten, sowohl im Plenum als auch auf Termine, in Ausschüssen. Und das Ganze hier im Plenum tagt bis nachts um 2 oder 3 Uhr. Und wir dachten uns, so lange wollt ihr kein Plenum angucken, wir auch nicht. Das Wetter ist toll. Drum machen wir jetzt für uns heute Feierabend und machen ein bisschen was Privates. Was? Wir lassen uns überraschen. We'll be right back.
Berlin ist eine tolle Stadt, muss sagen, bin sehr, sehr überrascht. Und für euch sind wir jetzt am Alexanderplatz angekommen. Eigentlich wollten wir nach oben fahren, das Ding dreht sich nämlich und wollte mit der Kamera euch mal Berlin von oben zeigen. Aber Achtung, professionelle Kameras sind im Turm nicht erlaubt. Deswegen bleiben wir unten und ihr dürft euch ein bisschen am Alexanderplatz umgucken. Und wirklich schön ist es in Berlin. Nun steht John F. Kennedy neben mir. Nein, Quatsch, er ist nur auf dem Foto. Und wir sind angekommen beim Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie war der bekannteste Grenzübergang von West- nach Ost-Berlin. Und zwar gab es hier den amerikanischen Sektor und den sowjetischen Sektor. Sprich, im Osten lag Berlin-Mitte und im Westen lag Berlin-Kreuzberg. Und da gehen wir auch gleich hin. Und man kann noch sehen, wo die alte Mauer lief, und zwar genau da. Das heißt, am Boden zieht sich hier ein Streifen durch und ich stehe sozusagen auf der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und West-Berlin. Ist ein bisschen komisches Gefühl, aber nun gehen wir nach vorne und zwar zum Checkpoint Charlie. Eigentlich wollten wir zum Checkpoint Charlie, aber rechts um die Ecke gibt es nämlich eine Blackbox und die hat lauter geschichtliche Zeitzeugen da, aber auch Gegenstände und da durften wir es ganz spontan drehen, finde ich ganz lieb, vielen Dank dafür und ihr dürft euch mal ein bisschen in der Blackbox umgucken, Historie, die Berliner Mauer. Findet man noch was, und zwar im Original der Berliner Mauer. Es ist schon ehrfürchtig wahnsinnig hoch, wenn man sich bedenkt, dass manche wirklich fliehen wollten und alles versucht haben, rüberzukommen. Also da geht es einem schon ein bisschen in den Magen. Trotzdem guckt es euch an, und wenn die Frage auftaucht von manchen, warum ist die Mauer links und rechts zum Teil bemalt? Weil im Osten dürft man nicht so an die Mauer ran. Das passierte nach der Wende. Das heißt, manche sagen, jetzt gehen wir hin und jetzt malen wir sie voll. Deswegen, wenn ihr seht, vorne hinten ein bisschen bemalt, aber einfach auf sich wirken lassen, ein Mahnmal der Geschichte. Eigentlich wollte ich den netten Herrn fragen, ob sie mir ein Interview geben dürfen, aber das dürfen sie nicht. Und die Herren machen einen guten Job, stehen da und man kann hier für Fotos gerne kommen und darf sich ein Foto machen lassen. Und ich tue es mal, ich gehe mal in die Mitte bei euch. Einmal am Checkpoint Charlie, ha? Guten Morgen, fünfter Tag, Freitag in Berlin. Heute, das wird ja naja, ein bisschen bedeckt, aber was soll's, wir haben einen Schirm dabei. Und wo sind wir? Genau, vom Reichstagsgebäude, sprich hinter mir ist Paul-Löbe-Haus. Und da ist schon wieder Plenarsitzung, da gehen wir rein. Und ich glaube zu wissen, es könnte heute Angela Merkel auch da sein. Gucken wir mal, ob wir sie erwischen.
schwupps sind wir wieder im Paul-Löbe-Haus. Andreas, heute früh war Plenum, du warst aber woanders. Ja, wir hatten von den Finanzen der SPD eine Klausurtagung, wo es um steuerpolitische Themen für den Wahlkampf 2017 ging. Also auch Freitag heißt es, Vollgas, ne? Ja klar, immer Tempo. So, nun kommt ja jemand gleich, und zwar eine Besuchergruppe aus Zegendorf. Jawohl, das ist meine Heimat, die Starke 13, ein Stammtisch, dem ich auch angehöre persönlich. Die machen eine Busreise nach Berlin und die werde ich jetzt hier gleich in Berlin willkommen heißen, hier im Reichstag. So, die müssen natürlich, wenn sie kommen, erstmal durch die Sicherheitskontrollen durch, so kommt man gar nicht rein. Dann geht es zum Essen und dann gibt es eine Führung. Dann gehen wir ganz schnell unterirdisch durch die Katakomben des Hauses, das wollen sie unbedingt mal sehen. Dann bekommen sie natürlich auch das Plenum erklärt und natürlich Highlight der Kuppelbesuch. Ja, und da sind wir mit dabei. Wir beide sitzen schon und die Besucher sind jetzt gerade mal zum Essen gegangen. Was gibt es denn heute Schönes? Also ich glaube, es gibt irgendwie Reis mit Karotten und Putenschnitzel. Praktisch, wenn im Hintergrund das Essen vorbeiläuft. Genau, weil ich habe gar nicht so drauf gemerkt, was es so gibt. Alter, vielen Dank für die tolle Woche. Es war ein Wahnsinn, mit dir rumzulaufen, aber es war ein Irrsinn, was am Pensum du leisten musst. Ne? Aber das war jetzt die normale Sitzungswoche, ohne jetzt Besonderheiten. Ohne Besonderheiten? Ja. Das war jetzt mal eine, sagen wir, völlig normale Woche. Die kann durchaus noch stressiger sein, wenn Gesetzesvorhaben eilig sind oder wenn Gesprächsbedarf plötzlich für irgendwas da ist, dann kann es natürlich noch ein bisschen hektischer hier werden. Aber die Zeiten sind schon enorm, von früh morgens bis nachts irgendwann durch, ne? Ja, also man ist viel unterwegs, man läuft auch viel, man ist viel in Bewegung, man kommt viel rum und man muss natürlich immer alle Sinne beieinander haben, weil wenn man hier auftritt, muss man wissen, was man sagt. So ist das. Ich sag dir vielen Dank für die tolle Woche. Bleib, wie du bist. Ich hoffe es. Das war also die große Reportage, der blaue Stuhl im Plenarsaal. Nicht immer sind die Stühle grundlos leer. Nein, es wird hier wirklich mördermäßig viel gearbeitet. Sprich im Paul-Löbe-Haus, in Ausschüssen und verschiedenen Gremien wird hier beraten und werden hier Gesetze entwickelt. Nachher, was wir im Bundestag wirklich sehen im Fernsehen mit den großen blauen Stühlen, ist einem was, die Vermittlung zum Volk, sprich zu uns. Und die Jungs und Mädels hier, die arbeiten, egal welche Fraktion, machen einen Granatenjob und sind wirklich eingespannt. Da ist nichts mit Larifari, ein bisschen Handyspielen. Nein, das ist ganz großes Kino und weit über das normale Arbeitsmaß hinaus. Wir haben viel gelernt, ihr hoffentlich auch. Wir sagen danke fürs Zuschauen. 5 Tage, einer der härtesten Drehs liegt hinter uns, aber wir machen trotzdem weiter. Jetzt geht's in den Zug, ab nach Bamberg. Wir freuen uns auf unsere Heimat. Servus und haha. Ach, schön mit Glockengeläut, wie ich verabschiedet. Ha? Mann, ist das schön. Ach ja, und übrigens, fahrt mal nach Berlin. Eine richtig schöne Stadt. Daumen nach oben. Bamberg TV 1. Gefallen Ihnen unsere Sendungen? Dann werden Sie Fan bei Facebook. Unter www.facebook.com/BambergTV1 finden Sie stets aktuelle Neuigkeiten und sehen immer zuerst unsere neuen Sendungen. Jetzt Bamberg TV 1 Fan werden. Ein kleiner Klick mit großer Wirkung. Jo,
Jo, ne? Gut. Ja, ne? Tjo. Kann ich? Fünfter Tag mit Bernd Rützel und das Wetter ist heute, naja, ein bisschen bedeckt und Bernd Rützel natürlich auf dem Fahrrad unterwegs. Wo fährt er hin? In den Reichstag. Heute ist Plenarsitzung wieder und da gehen wir gleich hin und mal gucken, was mir... Da. Kann ich nochmal? Gut. Das war also die große Reportage, der blaue Stuhl im Plenarsaal. Ja, nicht immer ist er grundlos blau, nein, man ist hier ganz viel am Arbeiten. Im Prinzip findet alles statt im Paul-Löbe-Haus, in Ausschüssen, Sitzungen... Was guckst du so? Oh, du göttlicher Moderator, du kannst. Gut, kann ich? Das war also die große Reportage, der blaue leere Stuhl im Plenarsaal. Also ihr habt gesehen, es ist wirklich enorm, was geleistet wird. Ihr seht im Bundestag immer nur die Dinge, die wirklich dann spruchreif sind, praktisch die Vermittlung zum Volk, sprich zu uns. Reich? Die namentliche Abstimmung ist rum und die Jungs müssen jetzt noch hier bleiben. Ab und zu müssen sie wieder ins Büro, noch auf andere Termine. Und Achtung, das Plenum tagt heute bis nachts um 2 oder 3 Uhr. Also, puh, euch das zu zeigen, solange, ich glaube, da habt ihr keinen Bock drauf, wir auch nicht. Das Wetter ist toll. Wir machen jetzt einfach mal ganz gepflegt Feierabend und machen ein bisschen was. Auf den letzten Meter. Donnerstag, 9 Uhr und heute ist Plenarsitzung. Das heißt, alle müssen heute... Quatsch. Alle geht gar nicht. Okay. Nächster Tag und heute ist Plenum. Andreas Schwarz ist schon unterwegs. Wir sind auf der Rückseite vom Gebäude. Andreas Schwarz ist vor dem Gebäude. Und wir gehen in den Plenarsaal und warten darauf, dass Andreas Schwarz einen Blödsinn erzählt, wie es ich heute tue. Oh ja. Nächster Tag. Andreas Schwarz ist schon unterwegs zum Reichstagsgebäude. Heute ist nämlich Plenarsitzung und da geht's gleich rein und zwar durch diese Tür. Da geht's hin. Das hat sich für ein Schmarrn. Gestern war es wieder lang für Andreas Schwarz, aber er ist schon wieder unterwegs und zwar zum Reichstags... Gestern war es sehr lang für Andreas Schwarz, aber er ist schon unterwegs zum Reichstagsgebäude. Heute ist nämlich Plenarsitzung, sprich im Plenum. Er ist unterwegs, wir gehen gleich mal nach drinnen. Ist ja plötzlich gewafft nochmal. Kann ich? Für Andreas Schwarz war es gestern Abend doch sehr lang, aber er ist schon wieder unterwegs und zwar zum Reichstagsgebäude. Es geht nämlich damit los, heute ist Plenarsitzung. Ich bin gespannt, wer alles da ist und Sie können mal sehen, was ist mit 7 blöd? Donnerstag, 9 Uhr und heute ist Plenarsitzung. Andreas Schwarz ist auf dem Weg ins Reichstagsgebäude und wir gehen bereits mal in den Plenarsaal und warten darauf, bis Andreas Schwarz mal die Bühne betritt.